Jetzt wissen wir endlich, was das nächste DLC für Jurassic World Evolution 2 sein wird. Und zwar das Park Managers Collection Pack. Dieses beinhaltet die vier Spezies, die sich am meisten von uns, also den Parkmanagern, gewünscht wurden. Unter anderem den gigantischen Urzeithai Megalodon. Diesen haben sich viele von euch da draußen mit am meisten gewünscht. Ich unter anderem auch. Wir wurden ja auch schon mal so ein bisschen reingelegt, nämlich bei dem Prehistoric Marine Species Pack. Da wurde uns ja auch mal so eine Haiflosse gezeigt und das war dann leider doch nicht der Megalodon, sondern der dunkle Osthois. Aber unser Aufruhr danach wurde erhört und jetzt bekommen wir in einem weiteren DLC den Megalodon endlich in das Spiel. Im Hintergrund kann man ihn auch schon in voller Pracht bewundern. Da kann man schon sehr gut die messerscharfen Zahnreihen erkennen. Die sehr markante Rückenflosse, die dann hoffentlich beim Schwimmen auch das ein oder andere Mal aus dem Wasser gucken wird. Und auch der Skin gefällt mir sehr, sehr gut. Oben dunkel, unten hell, so wie man es halt von vielen Fischen kennt. Und dann auch noch diese schwarzen Pünktchen auf dem Rücken. Was ich auch besonders cool finde, sind diese weißen Stellen dann noch an der Rückenflosse und hinten an der Schwanzflosse. Also das Weiß, wo das so übergeht in die dunkle Farbe. Hier haben wir auch noch einen weiteren Screenshot von dem Megalodon. Er schnellt hier gerade aus dem Wasser und springt hoch zu dem Haifieder. Das heißt, er betreibt auch so ein bisschen Kannibalismus, kann man schon fast sagen, oder? Ich hätte halt sogar gedacht, wenn wir den Megalodon ins Spiel bekommen, dass wir eventuell auch einen neuen Feeder bekommen, wo jetzt nicht unbedingt ein Hai dran hängt. Aber es sieht so aus, als wenn der Megalodon, als wenn es ihm halt egal ist und er auch Hai frisst. Auf dem Screenshot kann man auch nochmal richtig cool die Zahnreihen sehen. Das sieht echt böse aus. Wer weiß, vielleicht bricht ihn ja auch mal ein Zahn ab und dann klappt ein neuer nach. Vielleicht gibt es ja irgendwie diese Animation beim Fressen oder sowas. Lassen wir uns überraschen. Außerdem sieht man hier nochmal einen komplett anderen Skin als im ersten Screenshot. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch wieder viel variieren können mit den Hautfarben und auch den Musterfarben. In Bewegung haben wir den Megalodon auch schon zu Gesicht bekommen im Trailer. Hier sieht man, glaube ich, auch schon ganz gut, wie massiv der Körper ist. Hier habe ich das nochmal kurz pausiert für euch. Und ganz links könnt ihr auch ein neues Deko-Objekt sehen. Das ist nämlich Seetang. Den kann man jetzt wohl auch in den Lagunen platzieren, was ich sehr, sehr gut finde, weil das macht so ein bisschen eine düsterere Stimmung unter Wasser und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu dem Megalodon. Der Seetang ist auch wirklich sehr, sehr lang, das kann man hier ganz gut erkennen. Dagegen wirkt der Megalodon echt winzig. Der Megalodon ist auf jeden Fall mit Abstand mein persönlicher Favorit aus dem DLC. Als zweite neue Spezies bekommen wir diesen kleinen süßen Racker. Das ist der Microceratus. Diesen kleinen süßen Pflanzenfresser hat man des Öfteren im Film Dominion zu Gesicht bekommen. Und deswegen wurde der auch ein bisschen bei dem Dominion DLC vermisst. Aber jetzt bekommen wir ihn endlich nachträglich in das Spiel. Und ich muss sagen, der sieht wirklich, wirklich süß aus. Diese großen, runden Kulleraugen und dieses winzige Nackenschild. Von der Körpergröße sieht der auch wirklich winzig aus. Also ich schätze den so ungefähr auf Homalocephale-Niveau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er die ein oder andere Animation mit diesem auch teilen wird. Die Skins gefallen mir auch richtig, richtig gut auf dem Screenshot hier. Alle sehr getarnt und dann immer so dieses rote Nackenschild. Der Kleine ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung für das Spiel. Und die dritte neue Spezies ist ein Flugsaurier. Dieser ist der zweitgrößte Flugsaurier, sogar nach dem Quetzalcoatlus. Und zwar ist das der Thanatos Drakon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Habe ich persönlich noch nie vorher gehört. Aber finde ich optisch wirklich sehr, sehr cool auf den ersten Blick. So ein bisschen eine kleinere Version vom Quetzal. Was mir bei dem auf den ersten Blick besonders gut gefällt, sind die Skinfarben und das Fell. Wie schön, dass hier auch einfach im Sonnenlicht glänzt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das ist auch ein Fischfresser, wie man hier auf dem Screenshot sehen kann. Der Link hat sogar gerade einen Fisch im Schnabel. Allerdings steht nicht nur Fisch auf der Speisekarte, denn hier macht er auch Jagd auf eine Ziege. Ich bin da mal echt gespannt, was der alles erlegen kann. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch so kleinere Pflanzenfresser wie ein Gallimimus erlegen kann. Aber vielleicht kann er auch einen Parasaurolophus erlegen. Kann der Quetzal ja auch, aber der ist ja auch nochmal eine Nummer größer.
Ich habe auch noch mal eine Frage an die Jurassic Park und Jurassic World Experten unter euch. Und zwar, ist der Thanatos-Drakon schon mal in einem der Filme vorgekommen? Oder warum hat er es hier in dieses Pack geschafft? Der muss sich ja oft von der Community gewünscht worden sein, sonst wäre er hier nicht in dem Pack gelandet. Ich habe halt vorher persönlich von dem noch nie was gehört. Falls ihr was wisst, irgendwie Infos habt, ob der schon mal in irgendeinem Teil erwähnt wurde oder zu sehen war, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und die vierte und somit letzte neue Spezies aus dem Park Managers Collection Pack. Das ist ein kleiner Fleischfresser, und zwar der Segisaurus. Ich finde, der sieht dem Silophysis, den wir ja schon im Spiel haben, relativ ähnlich. Deswegen finde ich den persönlich am unspektakulärsten aus dem DLC. Allerdings wurde er sich sehr, sehr häufig von der Community gewünscht, weil der Name Segisaurus in einer Broschüre im Jurassic Park zu sehen war. Und da gab es wohl ein Gehege für den, allerdings hat man den im Film nie zu Gesicht bekommen. Aber wenn man dann den originalen Jurassic Park nachbauen möchte, darf der natürlich nicht fehlen und deswegen ist er auf jeden Fall auch eine gute Ergänzung für das Spiel. Leider haben wir bis jetzt nur diese kurze Stelle im Trailer und diesen Screenshot, in dem wir den Segisaurus sehen können. Und das waren alle vier neuen Spezies aus dem Park Managers Collection Pack. Das DLC erscheint schon am 16., also diesen Donnerstag schon. Dann können wir das für die Konsolen und auch für den PC runterladen. Den Steam-Link packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Kosten wird das DLC vermutlich um die 8 bis 10 Euro. Und zusätzlich zu diesem neuen DLC kommt auch noch ein kostenloses Update für alle Spieler raus. Was dieses Update genau beinhalten wird, das werden wir dann in den kommenden Tagen erfahren. Und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wenn es weitere Neuigkeiten gibt. Abschließend würde mich noch interessieren, welche der vier neuen Spezies euer persönlicher Favorit ist. Ist es der Megalodon? Der Microceratus? Der Thanatos-Drakon? Oder der Segisaurus? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.